Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Achievement-Guide-Video von mir. Heute wollen wir uns wieder in Sarah Mortis ein Achievement angucken. Und zwar schimpft sich das den Code entschlüsseln und dafür müssen wir Folgendes machen. Beschafft mit Hilfe der Eindämmungsfalle Forschungsdaten zu den folgenden Kreaturen. Und ihr seht, das sind eine ganze Menge. Dafür gibt es dann auch eine nette Belohnung, persönliche Eindämmungsfalle. Und ich würde sagen, da gucken wir uns das jetzt mal an, was wir genau machen müssen. Als allererstes müsst ihr die Kampagne in Sarah Mortis so weit spielen, dass ihr hier in dem Lager einmal Firm freispielt. Und da müssten eigentlich die ersten drei Kampagnenabschnitte reichen. Sobald ihr das gemacht habt, kriegt ihr jeden Tag zwei Daily Quests von ihm. Und eine von den Daily Quests ist unter anderem hier grün, außer Rand und Band. Und als Questbelohnung oder als Quest-Item besser gesagt, haben wir einmal diese Eindämmungsfalle. Und diese Eindämmungsfalle müssen wir jetzt nicht nur auf die Quest-Mobs anwenden, sondern auf alle möglichen Mobs. Und wenn wir das auf alle machen, dann haben wir quasi das Achievement und damit dementsprechend auch die Belohnung. Jetzt ist es so, dass die Quest natürlich nicht immer ab ist. Wir haben hier einen kleinen Vorteil. Blizzard hat mal mitgedacht. Und diesmal haben sie es so gemacht, dass man diese besonderen Quest-Items auch holen kann, wenn diese Quests nicht am Start sind. Ihr seht, ich habe jetzt hier das Quest-Item im Inventar, ich habe aber auch selbe Eindämmungsfalle nochmal im Inventar, und zwar das ist ein Item, das wir uns bei dem Typen holen können. Ich habe das jetzt mal weggeschmissen und ihr seht, die Eindämmungsfalle können wir uns holen, auch wenn die Quest nicht da ist, und kriegen dann ein Item, das 8 Stunden lang hält. Das könnt ihr euch einfach immer wiederholen und dann das Achievement nebenbei machen. Ist ein ganz netter Service, ihr müsst also nicht warten, bis bei euch die Daily Quest am Start ist. Ich kann es jetzt nochmal kurz dann auch auf der Map zeigen, also Firm ist hier unten in dem Lager hier drin, bei wie gesagt 3447, aber den müsst ihr ja eh freischalten über die Kampagne, sonst könnt ihr da nichts machen mit ihm. So, dann sind wir beim ersten Mob. Und zwar habe ich gesehen, hier, wenn ihr Handynotes drauf habt, könnt ihr euch das Ganze auch einschalten, den Code entschlüsseln, da einfach einmal einen Haken reinsetzen, dann habt ihr hier auch die Symbole auf der Karte und die werden wir jetzt einmal abklappern. Also der erste ist hier bei 3951 und dort haben wir dann den Mob Runenfell und da schmeißen wir jetzt einfach das Item rauf. Der ist dann einmal, wie ihr seht, hier in der Falle drin. Dann klicken wir drauf, saugen den ab und jetzt müssten wir, ihr seht, hier ist einmal Runenfell abgehakt und wir können quasi weiter zum nächsten. Nochmal hier auf der Map kurz, dass ihr es auch seht, also da unten bei 3951. Dann kommen wir zum nächsten Mob und zwar Schiffrenpanzer schimpft sich der. Der ist jetzt ein paar Meter weiter, wir sind jetzt hier auf 3858. Da nehmen wir dann auch wieder die Falle, schmeißen einmal drauf. Und dann können wir den hier einmal absaugen. Dann werden wir jetzt wieder einen mehr haben in der Liste. Genau, Schiff im Panzer ist damit auch abgehakt. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar bei Bitterschnabel. Der ist jetzt noch ein paar Meter weiter drüben, hier bei den Koordinaten 41, 62. Den schmeißen wir dann auch noch ab hier. Den hat mir vorher gerade einer weggeschossen, ne? Also war ein bisschen blöd. Okay, habe ich jetzt einmal daneben geschmissen. Ah, man kann ihn aber reinziehen, ne? Das Gute ist, wenn ich beide Dinger dabei habe, die haben eine unterschiedliche Abklingzeit, ne? Also dann kann ich theoretisch zweimal schmeißen. So, jetzt gucken wir auch wieder rein. Bitterschnabel ist auch einmal abgehackt. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar haben wir den moosüberwucherten Wächter. Den können wir jetzt auch nochmal einmal abschmeißen und hier das Ding holen. Ich zeige euch gleich mal, wo ich bin. Und zwar, wir sind jetzt einmal hier unten und der moosüberwucherte Wächter, der kann halt, es gibt glaube ich 3 oder 4 Spawnpunkte. Jetzt habe ich den blöderweise schon weg, jetzt wird das nicht mehr angezeigt, aber ich kann mal kurz meinen zweiten Account mit rüber dingsen und dann machen wir das auch mal an. Okay, das wird jetzt hier auch nicht angezeigt. Perfekt, klappt nicht, so wie ich mir das vorstelle. Egal, ich kann es euch so zeigen, ne? Also ich glaube, hier war ein Spawnpunkt, hier war einer. Hier war einer und ich glaube hier hinten. Also einfach hier so im Rand rumlaufen und schauen, ob er da ist. Macht euch da am besten ein Target-Makro mit Moos überwucherter, ne? Dann findet ihr ihn eigentlich relativ gut. Ich bin da jetzt ein bisschen rumgelaufen, auch ein bisschen gehoppt, bis er da war. Der scheint anscheinend ein bisschen seltener tatsächlich zu sein als die anderen 0815-Viecher. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Dann sind wir am nächsten Punkt und zwar jetzt hier unten bei den Koordinaten 53, 75 und da haben wir den Schafaugensammler. Also wenn ihr hier seht, da haben wir diesen kleinen See, dann hier in diese Einbuchtung rein und da oben sitzt er. Da warte mal, wenn ich das Ding jetzt da drauf schmeiße, dann kann ich es wahrscheinlich nicht anklicken. Jetzt pullen wir ihn erstmal runter und dann schmeißen wir das Ding drauf. Ich glaube, das war jetzt clever, wenn ich da hochgeschmissen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gekriegt. Vermute ich zumindest. Gut, den hätten wir dann auch und dann würde ich sagen, schauen wir weiter.
Dann sind wir am nächsten Spot und hier haben wir nämlich gleich drei Stück, die ich nämlich am Anfang schon hatte. Einmal Vergessener, Geomantar, dann Überwucherter und dann hier noch den Boss Giagagitik oder wie der heißt, I don't know. Die können wir alle drei abschmeißen. Ich zeige euch mal, wo die sind. Die sind auch da, wo quasi die World Quest an, oder die Daily an sich ist. Ich bin jetzt hier oben bei den Koordinaten 61, 65 und da haben wir sowohl den Boss als auch die beiden anderen Varianten. Und bei denen ist es halt auch so, einfach wieder draufschmeißen. Und dementsprechend die Dinger holen. Ne? Also Boss ist hier hinten in der Ecke und die anderen stehen halt hier am Weg und in einem kompletten Umgebung rum. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir hier jetzt auf den Koordinaten 63, 58. Und hier gibt es einen überladenen Vespid. Den habe ich mir eben schon geholt. Der hat ein bisschen komisch rumgebackt. Der kann quasi hier so spawnen und hier ran. Und das sind einfach diese kleinen Vespid-Dinger. Und zwischendrin sind hier diese überladenen. Und den einfach einfangen, muss man ein bisschen gucken, dass man die Kleinen vielleicht erst wegmacht, bevor man die Falle schmeißt, sonst kriegt man halt den Falschen einmal in die Falle rein. Aber der kann halt überall da spawnen, wo diese kleinen anderen Vespid-Viecher quasi auch sind. Ich zeig's nochmal auf der Map, also quasi hier so rum und da so an den Berghängen, da sind diese ganzen Vespid-Dinger dran. So, da dann haben wir den nächsten und zwar brauchen wir einen Runendieb und der wird hier angezeigt, Runendieb Xilora und ich habe einen Runendieb gefunden. Der ist aber hier, gibt es quasi an drei verschiedenen Spawnpunkten. Einmal hier, dann dort und hier hinten. Und meiner ist jetzt hier drin. Das Problem ist, der ist ein bisschen nicht im Lager stehend, sondern ein bisschen erhöht. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir hochkommen. Also da hinten steht er. Jetzt werden wir mal schauen. Ich muss quasi irgendwie hier so hoch. Und dann, oder kann ich, warte mal. Ja, ich kann da einfach außen rumlaufen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier den Balken hochlaufen können, der so quer liegt. Ja, könnte schwierig werden. Hätte ich lieber doch die Ventier-Fähigkeit mitgenommen. Nehmen wir das mal so. So, da la. So, und dann laufen wir jetzt einmal da hoch. Dann müsste ich mich da ja runterplumpsen lassen können. Also, ne, wenn ihr die Möglichkeit habt, vorher Ventier mitzunehmen, macht es vielleicht bei dem einen oder anderen tatsächlich Sinn. So, den brauchen wir jetzt. Da schmeißen wir jetzt das Ding einmal drauf. Schnabulieren uns den. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Runendieb jetzt auch haben. Genau, Runendieb ist auch abgehakt, dann können wir zum nächsten weiter. Also ich zeige es euch nochmal, hier in dem Lager gab es halt diese drei Spawnpunkte. Am besten euch ein Makro machen und gucken, ob ihr den einmal bekommt. Dann haben wir den nächsten Mob, und zwar den fehlgeleiteten Verstrecker. Wir bringen ihn einmal kurz in Combat und ich zeige euch mal auf der Map, wo der rumläuft. Also hier ist der Weg, ne? Der läuft von hier irgendwie so hinter, einmal rum. Und ich habe ihn jetzt irgendwie hier gefunden, keine Ahnung. Laut dem Handy-Notes-Ding soll er da gar nicht rumlaufen, aber hier haben wir ihn auf jeden Fall. Und da schmeißen wir jetzt auch wieder so ein Ding drauf. Den einmal. Funktioniert. Ja, der müsste jetzt einmal raus. Fehlgeleiteter Verstrecker und dann können wir zum nächsten weiter. Also ich zeige nochmal kurz die Map. Hier in dem großen Bereich quasi vor der Höhle ist der unterwegs. Dann sind wir am nächsten Spot. Wir brauchen nämlich jetzt als nächstes den angeketteten Diener und der war jetzt ein bisschen seltener tatsächlich. Wir sind einmal hier oben auf den Koordinaten 63, 24 und hier in der Mitte, wo diese drei Rares auch spawnen, wo es unter anderem auch ein schickes Mount gibt, haben wir den angeketteten Diener. Der ist relativ selten. Ich bin jetzt durch sehr, sehr viele Gruppen durchgehoppt und jetzt versuchen wir den mal rauszupullen, ohne dass ich sonderlich viel adde. So, und dann schießen wir den mal ab. Hier so ein bisschen. Für den... Oh, kann ich den nicht rausholen? Forschung erhalten, okay. Jetzt müsste ich den angeketteten auch haben. Tun wir mal kurz Shadow melden. Angeketteter Diener ist auch abgehakt. Wunderbar. Also wie gesagt, hier im Loch. Ich habe jetzt einige Male geserverhoppt, ne, um ihn zu finden. Der scheint ein bisschen seltener zu sein tatsächlich. Dann sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 45, 22. Und hier haben wir einen entstellten Warformer. Und ja, den werfen wir jetzt auch nochmal ab, hätte ich gesagt. Ding hier mit. Mal, dann sind es jetzt nicht mehr viele. 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich jetzt noch. Und dann können wir gleich hier auf diese andere Insel rüber. Hier. Und dort gibt es, falls ihr das nicht wusstet, so einen Flugpunkt. Da können wir nämlich einmal hier mit dem Ding quatschen und dann können wir einmal uns rüberfliegen lassen. Ich
bin da bis jetzt erst einmal drüben gewesen, habe ich da versucht, mit dem Goblin-Gleiter halt rüber zu buggen. Ich habe das aber auch nicht am Anfang gewusst, dass man hier einfach schon rüberfliegen kann. Ich dachte, da kommt man erst hin, wenn man fliegen hat. So, und da müsste jetzt hier in der Ecke noch ein Mob sein, den wir brauchen. Nee, der ist im Moment nicht da. Wahrscheinlich muss ich da noch ein bisschen hoppen. So, ich bin jetzt nochmal ein bisschen rumgehoppt und habe jetzt den richtigen gefunden. Und zwar, wir brauchen das beherrschte Sondermodell. Wir sind jetzt immer noch hier auf der Insel drüben. Und es gibt quasi hier diese Kugeln, da sind diese beherrschten Arbeiter dran. Und auf einem von den Spots von den beherrschten Arbeitern, ne, kann halt das spawnen. Da hinten ist auch nochmal so eine Kugel. Und ich habe jetzt vorher auf meinem Server die schon gekillt. Da sind blöderweise die falschen nachgespawnt. Hier aber auf dem anderen Server habe ich einen richtigen gefunden. Den pullen wir jetzt mal ran. Nehmen den auch noch mit. Und dann müssten wir jetzt noch 4 brauchen. Genau, okay. Dann schauen wir mal weiter. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir hier den vollgefressenen Runenschmauser. Und den werfen wir jetzt auch einmal ab. Ich zeige euch gleich, wo er ist. Dafür habe ich jetzt 20 oder 30 Mal den Server hoppen müssen. Ist ein bisschen blöd, denn der ist einmal hier oben auf den Koordinaten 36, 38. Und bei mir ist hier gerade eine World Quest. Und da killen die Leute die relativ schnell weg, die Mobs, ne? Aber war jetzt auch machbar, hat anscheinend ein bisschen längere Respawn-Zeit, mit dem Hoppen ging es aber tatsächlich. Also hier oben 36, 38 ist dieser vollgefressene Rundschmause und das ist dann hier quasi am letzten Zipfel, ne, auf so einer Plattform. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir uns die letzten 3 noch. Dann kommen wir zum nächsten Spot und zwar haben wir hier den Runengesättigter Buffonit und den haben wir hier auf den Koordinaten 50, 60. In dem See in der Mitte auf der Kugel hockt der drauf, wie ihr hier seht. Den packen wir jetzt auch nochmal hier einmal ein. Hier in der Nähe gibt es dann noch einen anderen Mob, aber den muss ich dann erstmal suchen. So, die Forschung haben wir auch erhalten. Den nächsten Mob, den wir brauchen, der ist hier auch in der Nähe und zwar der verderbte Runenhorter. Und der läuft quasi hier einmal außen rum, ne? Also da haben wir gerade den Frosch gemacht und hier läuft der verderbte Runenhorter rum. Warte mal, der stirbt hier gerade an meinem NPC. Den muss ich jetzt schnell einpacken. Nein, 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 töte den. Habe ich den jetzt noch gekriegt? Uff, war das knapp. Okay, also verderbte Runenhorter. Jetzt hätte fast mein kleiner Mob den weggeratzt. Und dann haben wir jetzt noch einen letzten. Aber ich zeige euch das nochmal auf der Map. Der läuft quasi hier einmal um den See hier hinten so rum, ne? Also da könnt ihr mal gucken, hier im größeren Gebiet. Am besten macht euch ein Target-Makro mit Verderbter und dann findet ihr den eigentlich relativ leicht. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen Server gehoppt, wie ihr seht, weil er bei mir tatsächlich nicht da war. So, dann kommen wir zum letzten Mob. Und zwar haben wir dann den verdächtigen Nesmin. Und der ist einmal hier im Lager. Und der ist tatsächlich sogar verbündet. Also wir sind quasi hier im Ausgangslager 3564 und der läuft hier einfach ein bisschen rum, den können wir anklicken. Es ist ein ausgesprochen schöner Tag. Auch quatschen, aber wir wollen ja ihn damit abschmeißen. Schauen wir mal, zack, abgeschmissen und jetzt kann man auch angreifen. Der scheint anscheinend eine längere Respawn-Zeit zu haben, weil ich habe da jetzt ein paar Minuten gewartet, 20, 30 Server durchgehoppt und jetzt habe ich ihn tatsächlich hier endlich gefunden. Dachte, dass er hier die ganze Zeit steht, aber er läuft hier so ein bisschen rum und ja, damit sind wir tatsächlich dann endlich auch mit dem Achievement durch. Hat schon ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Und ja, übrigens, das Ding ist Battle.net Accountweise, also ihr könnt, wenn ihr mit verschiedenen Twinks hier unterwegs seid und immer Dailies macht oder Kreaturen mitnehmt, das theoretisch auch mit einem einen Char ein paar machen, mit einem anderen Char ein paar machen und arbeitet dann zusammen an dem Erfolg. Gut, was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben als Belohnung auch noch ein Toy bekommen und zwar das hier, persönliche Eindämmungsfalle. Haben wir jetzt bekommen. Das gab es nicht als Item an sich, sondern das haben wir jetzt hier direkt in die Toybox anscheinend gekriegt. Schauen wir mal, was haben wir? Persönliche Eindämmungsfalle. Und ich vermute jetzt mal, ach nein, wir werden selber in die Falle reingepackt. Schau mal an. Das ist eigentlich ganz cool. Eigentlich ganz cool. Cool wäre es, wenn wir dann auch noch immun gegen Schaden sind oder den Combat droppen mit dem Ding. Macht aber auf jeden Fall was her und ja. Damit sind wir dann eigentlich durch mit dem kleinen Guide, kleinen Achievement-Schrägstrich, auch ein bisschen Toy-Guide, weil Toy gibt es ja hier auch noch. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.